Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab! Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen? Naja, also 5. Oh, noch 5? Ja, also 10 in Summe. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. So, Big Ben, wo will ich denn schon wieder hin? Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt bin ich denn jetzt gerade? Es ist egal, es wird mir nicht beantwortet. Aber ich spreche heute mit einer deutschen Kollegin. Und wir haben schon gesagt, den kleinsten gemeinsamen Nenner haben wir Schnaps getrunken, liebe Susanne. Den kleinsten gemeinsamen Nenner, weil wir halt nie auf den Intensivstationen trinken durften, machen wir es jetzt, weil wir treffen uns zum Gespräch, denn es ist Zeit für ein Mats-Up-Interview mit einzigartigen Fragen, mit dem einzigartigen Gespräch. Und ich habe es gerade schon im Outtake erzählt, ich spreche mit Susanne. Heute spreche ich mit Susanne Brech. Sie ist Anästhesistin, Bloggerin, medizinische Influencerin, Teilnehmerin bei Miss Germany und vieles, vieles mehr. Das geht, wird sie oft gefragt. Ja, natürlich geht das und warum auch nicht? Neben ihren tollen aufklärenden Posts über die Medizin und über die Pflege und über Wissenschaft macht sie deutlich, dass Ärztinnen und Ärzte viel mehr sind als perfekte Menschen im weißen Kittel. Sie zeigt die Wahrheit über 24-Stunden-Dienste, wie es ist, mit den oftmals schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten, aber auch, wie sie Medizinstudenten motiviert, Spaß am Leben hat und auch mal keine Power für nichts hat. Ihr Publikum sind mehr als 105.000 FollowerInnen. Nein, englische Wörter gendert man ja nicht. Follower. So, eine Influencerin mit Tiefgang, mit Botschaft und mit Ehrlichkeit. Herzlich willkommen, Susanne Brech und Cheers. Wow, das hast du total gut und lieb zusammengefasst. Ich bin ja ganz berührt, was es alles über mich zu berichten gibt. Das kann man vielen, alles vielen erfahren, Dank. Das kann man alles nachlesen. Also. Ich bin ja ganz baff, es hörte ja gar nicht mehr auf. Also vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Tja, ich habe natürlich so viel wie möglich versucht ins Intro zu packen, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Bevor wir loslegen, hast du so einen Punkt, wo du sagst, na, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen oder das würde ich gerne noch ergänzen, denn keiner weiß, dass ich aus Leipzig komme. Genau, ich komme eigentlich ursprünglich aus Leipzig. Ich bin ein Ossi, da bin ich geboren und meine Heimat will ich gar nicht verheimlichen, weil ich da eine schöne Zeit verbracht habe. Und ich bin aber vor 5 Jahren dann nach Berlin gekommen und habe dann hier angefangen, sozusagen in einer größeren Klinik zu arbeiten. Aber wenn ich sozusagen nach Leipzig zur Familie fahre, dann ist das immer wie so ein kleiner Urlaub, weil da ist es natürlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner. Ja. Ich habe da meine Eltern und ich finde Leipzig immer noch sehr, sehr schön. Leipzig, sagt man ja, ist auch das neue Berlin. Das stimmt. Und ja. Hat eine sehr große Kunstszene mittlerweile und sehr, sehr schöne Parks, sehr, sehr schöne Seen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne dort. Ich werde auch immer gefragt, warum bist denn du aus Leipzig weg? Dann sage ich, na ja, 30 Jahre immer in der gleichen Stadt, da hat man auch viele Leute immer wieder gesehen und immer wieder die gleichen Gesichter. Man möchte auch mal was anderes oder vielleicht auch mal so ein bisschen Big City Experience. Also ich wollte auch mal weg, aber ich bin immer noch sehr gerne da und bin sehr stolz, dass ich aus Leipzig komme. Ich habe schon mal gehört, Leipzig ist auch das kleine Prenzlauer Berg. Aber ich denke, das ist für beide ein Kompliment. Also ich finde Leipzig wirklich auch eine sehr schöne Stadt. Ich war schon das eine oder andere Mal da. Und, es gibt halt viele ähnliche Stadtteile in Leipzig wie in Berlin, Schleußig, Stötteritz und Mitte, dann gibt es noch die Südvorstadt, also das ist alles auch ähnlich, so ein bisschen mit alten Villen, dann gibt es noch das Waldstraßenviertel und ich komme eigentlich aus Markkleeberg, das ist so eine kleine Stadt vor Leipzig mit sehr vielen Seen, also schon cool. Leipzig ist natürlich viel, viel kleiner als Berlin. Und es hat, was ich da auch sehr, sehr schön finde, es hat so einen gewissen Stadtkern, wo man auch fußläufig viel erreichen kann. Das ist ja in Berlin manchmal sehr schwierig. Man hat hier die Malls, man hat dann auch die
die einzelnen Kieze, in denen man bisschen bummeln kann, aber so einen richtigen Stadtkern gibt es hier halt nicht. Und das genieße ich dann immer sehr in Leipzig, auch gerade zur Weihnachtszeit, wenn dann der Weihnachtsmarkt offen hat, der da wirklich auch bekannt ist in ganz Deutschland, dass er besonders schön in Leipzig ist mit seinem Mittelaltermarkt, mit hinten der Kleinmesse oder auch Rummel genannt. Also Leipzig hat schon sehr, sehr viel zu bieten, auch kulturell mit der Oper, mit dem Gewandhaus. Leipzig ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und jetzt habe ich ganz schön viel Werbung für Leipzig gemacht, muss ich mal sagen. Aber ja, das liegt halt einfach in meinen Wurzeln begründet. Ja. Und ich freue mich auch immer, wenn ich jemanden kennenlerne, der aus der Ecke kommt. Und da ist immer schon so ein gewisses Grundvertrauen da, weil man weiß ja ungefähr, wie man aufgewachsen ist, was einem wichtig ist auch, ne? Dass man vielleicht auch ein bisschen bodenständiger ist und ein bisschen bescheidener vielleicht. Und ja, es ist auf jeden Fall, macht das natürlich einen sehr großen Teil von meiner Persönlichkeit aus, dass ich daherkomme und bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne da. Das ist natürlich toll. Und in diesem Atemzug grüße ich natürlich Waren an der Müritz, also Mecklenburg-Vorpommern, meine Heimat. Und guck mal, die Mitte von Waren und die Mitte von Leipzig, also das kann ja nur Berlin sein. Das heißt, wir treffen uns schon in der richtigen Stadt auch. Und ich versuche jetzt nochmal viel mehr aus dir herauszukitzeln mit meinen einzigartigen Fragen. Ich habe sie natürlich oftmals mit Absicht kompliziert gestellt, aber damit sie halt einzigartig sind, weil alles andere, was man so über dich erfahren kann, das kann man ja auch nachlesen. Du warst schon bei Podcasts zu Gast. Du bist natürlich sehr aktiv auf Social Media. Ich werde natürlich alles Wichtige in die Shownotes packen, aber mal sehen, ob ich noch neue Sachen aus dir herauskitzeln kann. Ich würde gerne von dir wissen, liebe Susanne, wie würde deiner Meinung nach das Gesundheitssystem aussehen ohne Fachkräftemangel? Wie würde das sein? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das sind so Fragen, wenn es um die Zukunft geht, was wäre, wenn? Das wäre natürlich eine große Hilfe. Generell, wenn es mehr Ärzte gäbe, wenn es mehr Pflegekräfte gäbe und wenn die auch eingestellt werden können mit Hilfe der Gesundheitspolitik. Es ist ja so, dass es natürlich auch Bewerbungen gibt und es gibt auch Menschen, die würden gerne im Krankenhaus arbeiten, aber dass teilweise der Personalschlüssel so eng gestaltet ist, auch wirtschaftlich, dass die Klinik gar nicht mehr einstellen kann. Und das macht dann halt Probleme wie 24-Stunden-Dienst, wie verlängerter Dienst am Wochenende. Und das ist für alle sehr belastend, vor allen Dingen die dann vor Ort sind. Die müssen dann am Wochenende, wenn andere frei haben, müssen die einfach länger arbeiten. Mhm. Und das ist dann aus meiner Sicht doppelt anstrengend. Beziehungsweise, wenn wir natürlich nochmal ins Extreme gehen, in die 24-Stunden-Dienste, dann ist das natürlich sehr, sehr belastend. Wir haben ja auch das Problem, dass gerade in den Rettungsstellen oder in den Nachtdiensten auch oft sehr, sehr junge Kollegen sind, ne? Die gerade am Anfang auch ihrer Ausbildung sind. Und das hat immer auch wieder Konsequenzen für die Sicherheit des Patienten. Natürlich können die immer ihre Kollegen anrufen und jemanden mit dazu holen, aber jemand, der so kalt ins kalte Wasser geschmissen wird, das ist immer sehr, sehr anstrengend, sowohl für den neuen Mitarbeiter als auch bedenklich für die Patienten. Fachkräfte haben natürlich auch mit der Zeit ein gewisses Selbstbewusstsein und die verlangen auch nach Veränderung. Gerade durch die Corona-Zeit auf der Intensivstation war es für uns alle körperlich als auch psychisch sehr belastend. Die Corona-Patienten hatten Panikattacken, die reißen sich die Maske vom Gesicht. Die sind schwer zu handeln, die sind auch durchgängig, die brauchen sehr, sehr viel Zuwendung, was natürlich auch verständlich ist. Das sind junge Menschen, ältere Menschen gewesen und auch immer noch. Und die brauchen natürlich auch spezielle Ausrüstung. Ja. Ne? Also wenn man da ins Zimmer geht, muss man sich, das hat man vielleicht schon im Fernsehen gesehen, speziell anziehen mit Kittel, mit Maske, nochmal zwei Masken, Brille oder nochmal Visier davor, Handschuhe, und dann schwitzt man auch ganz schön, ja, wenn man dann die ganze Zeit im Zimmer ist. Da muss man auf spezielle Sachen achten, wenn da Beatmung mit dabei ist, dann müssen die Patienten, wenn sie sehr, sehr schwer krank sind, auf den Bauch gedreht werden.
Und das können natürlich auch, das müssen auch Fachkräfte sein, beziehungsweise Kollegen, die schon eine gewisse Vorerfahrung haben. Und je weniger, und diese Fachkräfte, die haben natürlich dann irgendwann auch nur noch eine gewisse Kraft für alles andere, ja, und die werden dann eben auch krank, beziehungsweise für die ist diese psychische Belastung auch so hoch, dass sie natürlich auch manchmal aus dem Beruf rausgehen möchten, beziehungsweise sie möchten kürzer treten. Da würden schon natürlich mehr Personal, würde überall die Krankenhäuser entlasten. Aber das muss natürlich auch geebnet sein, auch von der Gesundheitspolitik, auch von den Kliniken an sich, von den Leitungen. Aber das ist immer einfacher gesagt als getan. Ich glaube, da muss die Politik erstmal ein bisschen Hilfestellung leisten, dass die Kliniken dann auch nachziehen können und dann die Kolleginnen und Kollegen unterstützen können. Wie optimistisch bist du? Glaubst du, es wird sich verbessern oder ist der Blick in die Zukunft eher noch zermürbender? Ich bin optimistisch, aber ich weiß, dass man das Thema immer wieder sichtbar machen muss. Das ist immer noch ein sehr zähes Thema. Wir hatten jetzt gerade, was die Pfleger betrifft, 2 Jahre voller Aufmerksamkeit diesbezüglich durch Corona. Und jetzt sackt das so ein bisschen ab. Es werden andere Themen, die natürlich auch sehr wichtig sind, in den Vordergrund genommen. Aber ich denke, dass die Gesundheitspolitik da schon versucht, die Krankenhäuser zu entlasten. Wir sind natürlich alle auch sehr ungeduldig. Mhm. Ne? Das ist ja, wenn man die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte sich anschaut, dann hat das auch natürlich eine gewisse Zeit gebraucht, bis man das alles umsetzen kann. Und ich denke, dass da auf jeden Fall durch auch viele Botschafter aus den Bereichen der Ärzte, der Mediziner, der Pflegebereiche, da auch immer wieder das angesprochen haben, immer wieder auch vehement darauf hingewiesen haben, auch was jetzt Streik betrifft. Ne? Ich habe ja auch beim Ärztestreik mitgemacht und es gibt auch Pflegestreik und alles. Wir müssen aber immer wieder darauf aufmerksam machen. Das darf nicht in Vergessenheit geraten, weil es gibt natürlich viele Kollegen, die denken gleich oder eigentlich fast alle Kollegen denken gleich, aber die wenigsten haben dann auch die Kraft, dann noch privat sich dafür einzusetzen. Ja, die sind schon am Limit. Da kommt ja nicht nur die körperliche und psychische Belastung während der Arbeitszeit mit dazu, sondern die sind ja auch oft im Schichtdienst und die haben nicht nur die Arbeit, sondern die haben auch noch ein Privatleben und dann haben sie auch noch Kinder, was natürlich auch sehr schön sein kann, aber auch manchmal belastend ist. Es gibt wenig Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auch noch privat engagieren können, was ich total verstehen kann. Aber die leiden dann immer so still und heimlich. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es andere Kolleginnen und Kollegen gibt, die laut sind, die Dinge ansprechen und die so versuchen, eine Veränderung herbeizuführen. Was glaubst du, wäre der erste Schritt, wenn du dir das mal ausmalen könntest? Du hast ein weißes Blatt Papier vor dir. Was wäre der erste Schritt, um denen mal entgegenzutreten? Ich würde auf jeden Fall den Personalschlüssel ein wenig ausweiten, dass noch mehr Personal einfach eingestellt werden kann. Wir können ja auf den Intensivstationen teilweise gar nicht mehr Betten belegen, weil wir keine Leute haben. Schrecklich, ja. Und da geht es gar nicht in erster Linie um Fachkräfte, sondern wir können nicht mal Sitzwachen organisieren. Das ist auch super teuer. Wir können, auch wenn wir Hilfen haben, dann ist das auch stark begrenzt. Also wir brauchen einfach mehr Leute, die auf die Patienten aufpassen. Und es geht nicht, dass eine Pflegekraft sich um 4 Patienten kümmert, gerade auf der Intensivstation. Also das ist sowohl für die Pflegekraft an sich sehr zermürbend, wenn es sehr schwerkranke Patienten sind. Die müssen ja auch gewaschen werden, die müssen gefüttert werden teilweise. Die brauchen Zuwendung, da müssen die Medikamente gestellt werden, die Medikamente müssen aufgezogen werden. Medikamente aufziehen ist auch immer sehr anspruchsvoll, man muss sich genau konzentrieren, was man dann macht. Und wenn man dann einen hat, der vielleicht durchgängig ist, der andere sitzt gerade auf der Toilette, der nächste, der übergibt sich gerade und der andere, der braucht schnell das Medikament, da ist man einfach auch schnell am Limit, ja. Und dass man einfach Leute hat, die auch die Fachkräfte oder Pflegekräfte mit unterstützen,
auch die uns Ärztinnen und Ärzte unterstützen. Ich meine, wenn bei uns mal jemand krank ist, dann fällt oft das ganze System zusammen, ja, bei den Ärzten. Mhm. Und wir machen ja auch noch Lehre mit dazu. Ich habe jetzt mehrere Wochen nur Vertretung gemacht für andere Kollegen, was die Lehre betrifft. Und dann bin ich raus in meiner Arbeitszeit von der Station. Dann muss mein Kollege, mit dem ich da zu zweit arbeite, der muss dann meine Patienten mit betreuen in der Zeit. Und das ist einfach belastend für alle Seiten. Deswegen würde ich, wenn es möglich ist, erstmal Weichen dazu stellen, dass es mehr Personal gibt, dass mehr Leute auf der Station sind. Das würde erstmal so ein bisschen entlasten. Aha. Natürlich kommt dann irgendwann Anerkennung mit dazu, dass man auch finanziell, wenn man sich mal vergleicht mit anderen Berufsbereichen, Medien, Informatik, IT-Bereich, wenn man da mal hört, was die anderen so verdienen, und dann denkt man, ich kümmere mich doch hier um Menschenleben, ich reanimiere hier, ich kümmere mich um frisch operierte Patienten, die teilweise einen offenen Brustkorb haben, und am Ende des Monats habe ich das und das Gehalt. Mhm. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Mhm. Ja? Also diese finanziellen Defizite und auch dieser Personalmangel an sich einfach, das ist schon ziemlich anstrengend für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Das wirkt so paradox, ne? Und das kenne ich selbst auch noch von meiner Intensivstationzeit, dass wir manchmal die Betten bei der Feuerwehr abmelden mussten, weil wir nicht mehr aufnehmen konnten. Mhm. Manchmal durch Personalmangel, manchmal aufgrund von OPs, die es noch ausstanden und wo halt die Betten schon belegt waren. Oder wir hatten auch manchmal diese Zeit, und das war weit vor Corona, dass wir zu wenig Beatmungsgeräte hatten. Und Beatmungsgeräte, dass wir die leasen mussten, ne? Weil so viele Notfälle passiert sind. Also das darf man halt nicht unterschätzen, diese Notfallmedizin, ja. Das ist echt, echt krass. Ja, das ist auch nicht nur im Intensivbereich so, das ist auch zum Beispiel in der Radiologie so. Man kann ja auch Patienten, die ein Notfall-CT brauchen, manchmal gar nicht so schnell runterbringen, weil da auch ein anderer Patient ist, weil das andere CT nicht besetzt ist, weil es kein Personal diesbezüglich gibt. Also das sind, oder wenn der Notarzt anruft und er sucht ein Bett, dann telefoniert er sich teilweise dumm und dämlich, weil die Kliniken nicht annehmen können, weil die auch kein Bett zur Verfügung haben. Wir haben auch teilweise sehr, sehr junge Patienten, also fast schon Kinder bei uns auf der Intensivstation, weil die Kinderstation auch keine Betten mehr hat. Das hat man ja jetzt auch in den Medien gehört, dass die Kinderkliniken teilweise die Patienten ablehnen müssen. Und ich meine, das ist, wenn ein Kind keine stationäre Betreuung bekommen kann, wenn es das wirklich benötigt, also das ist ja schon fatal einfach. Und es geht aber nicht nur um das Personal an sich, dass mehr Personal eingestellt wird, sondern dass am Ende auch die Dienstzeiten, die Dienstarten verändert werden. Also die wenigen Leute, die da sind, die müssen dann eben auch noch diese 24 Stunden leisten, beziehungsweise verlängerten Dienst am Wochenende. Das macht auf Dauer krank. Und dann wird es natürlich so kommen, dass immer mehr Menschen aus diesem schönen Berufsbereich rausgehen in andere Bereiche, wo sie gar keine Schichten mehr haben, beziehungsweise Teilzeit, beziehungsweise ins Leasing. Ja? Viele Pflegekräfte gehen ja mittlerweile auch ins Leasing. Ich kann das auch verstehen. Die können sich da erstmal ihre Klinik aussuchen, die können sich ihre Arbeitszeiten aussuchen. Die sagen, ich will nur dann und dann arbeiten, und die kriegen auch mehr Gehalt als jemand, der fest angestellt ist in der Klinik als Pflegekraft. Und natürlich überlegen dann die wenigen, die da sind, die dann belastet sind, auch durch Übernahme von Diensten, überlegen dann ganz genau, naja, wie lange tue ich mir das hier eigentlich noch an? Ja. Ne? Also das ist momentan wirklich eine ganz sensible Phase, wo die Leute teilweise Burnout haben oder so Prä-Burnout haben von der Corona-Zeit und auch sehen, okay, die Leute im Leasing, die verdienen deutlich mehr. Dann haben die auf der anderen Seite, oh Mann, ich mach mich hier fertig, ich komme krank zur Arbeit, damit wir Personal haben. Ich versuche das hier alles zu stemmen und dann gehe ich nach Hause, bin fertig. Also
das ist für die medizinischen Angestellten, nicht nur für die Pflege, sondern auch für die Ärzte, ist das da geht es ja auch um die Einarbeitung von neuen Ärzten, ne, für die man auch gar keine Zeit mehr hat teilweise, die dann schon sehr schnell Dienste machen müssen, die dann, wie gesagt, in der Notaufnahme arbeiten. Und das ist auf lange Sicht natürlich immer mit der Sicherheit des Patienten verbunden, und die Sicherheit des Patienten steht an erster Stelle. Und deswegen muss da relativ schnell, aus meiner Sicht, müssen da Taten folgen. Und ich hoffe, dass die Gesundheitspolitik, und so habe ich auch das Gefühl, da versucht, die Weichen zu stellen. Ja, da muss noch viel passieren. Und ich sage es mal, dass wir Unternehmen, also dass der Bund Unternehmen retten kann, das wurde ja gezeigt. Und vielleicht darf das jetzt auch mal in der Gesundheitsbranche passieren. Und bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, du arbeitest ja auch mit anderen Kollegen zusammen. Ich habe da gestern so ein paar interessante Bilder gesehen auf deinem Instagram-Profil. Erzähl uns doch mal was über die Klinik-Clowns. Ja, die Klinik-Clowns, das sind genauer gesagt die roten Nasen, sind Clowns, die in Kliniken gehen, auf die Kinderstation, auch auf andere Stationen und in Seniorenheime, und die dort die Patientinnen und Patienten nicht nur versuchen, mit Humor, mit Positivität und Nähe ein bisschen aufzubauen, sondern das ist auch einfach eine Ablenkung von dem Klinikalltag. Und für viele Patientinnen und Patienten ist das auch eine Form nochmal anderer Nähe. Die berühren auch die Patienten. Mhm. Und einem Clown erzählt man auch manchmal was anderes als vielleicht den Eltern oder den Ärztinnen und Ärzten. Also der Clown an sich ist eine besondere Figur, die vielleicht skurril wirkt, aber der Clown, dem kann man auch mal Geheimnisse erzählen. Und es gibt auch Momente, in denen die Clowns mit den Kindern zur OP gehen. Das unterstützt nicht nur die Kinder, sondern auch das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte, weil der Arzt, die Ärztin hat schon genug damit zu tun, dass man gerade bei Kindern schaut, dass mit der Anästhesie, mit der Narkose alles gut verläuft. Und es ist sehr, sehr schwierig, Kinder in eine Narkose zu bringen. Die haben natürlich Angst. Man möchte auch nicht, dass die traumatisiert sind. Und natürlich kann man das spielerisch machen mit da kommt jetzt eine Mücke, oder man hält die Maske ein bisschen ans Gesicht und sagt, man telefoniert jetzt mit der Mama, oder wir blasen jetzt mal einen Luftballon auf, oder wir machen ein bisschen Türö als Elefant. Aber es ist für alle Beteiligten ist das natürlich eine Unterstützung, wenn dann jemand mit dabei ist, dem das auch leicht fällt und der da keine Berührungsängste hat und der auch positiv auf das Kind einwirkt. Es ist durch den Klinikalltag gerät das immer wieder in Vergessenheit, dass man auch Positivität ausstrahlt, sondern man fragt dann immer, na, wie geht's dir, und dann fokussiert sich das Kind wieder auf seine Symptome, auf seine Beschwerden, und ja, schlecht, und dann ist gleich wieder so eine negative Stimmung einfach im Raum. Und die Clowns sind da einfach mit ihren roten Nasen ein bisschen geschminkt und ja. Die sind da einfach auch, die sind ja auch nicht so fest verankert in diesem ganzen Krankheitsbild. Mhm. Ne? Wenn wir natürlich als Ärztinnen und Ärzte lesen, ach Gott, jetzt das und ach Gott, wie machen wir das und geht das gut und so. Ne? Wir gehen da auch immer mit Sorgen und mit Gedanken in das Zimmer, und natürlich versuchen wir auch, das Kind aufzubauen, gerade auf einer Kinderkrebsstation vielleicht, ne? Aber wir haben ja das Wissen leider, was uns manchmal da ein bisschen blockiert, und wir müssen auch mit den Eltern ernste Gespräche führen, oder auch auf der Intensivstation müssen wir End-of-Life-Gespräche führen. Wir haben sehr viele belastende Situationen auch bei uns, wenn wir die Technik, die Apparate ausstellen, wenn wir sagen, das ist hier, das wird hier nichts mehr, ne? Der Patient geht von uns langsam, die Medikamente wirken nicht mehr und der Körper hat leider keine Kraft mehr. Das sind Dinge, die uns auch sehr belasten, wenn man so nah am Tod arbeitet. Und dann gibt es natürlich Psychologinnen und Psychologen, aber ein Clown ist immer noch mal ein besonderes Wesen.
Und das ist über viele Jahre in Vergessenheit geraten. Wir kennen ja noch den Film Patch Adams, vielleicht kennt das der ein oder andere, in dem man sagt, Humor ist auch eine Art der Medizin. Und Positivität und Lebendigkeit ist etwas, was ganz wichtig ist im Leben, auch wenn man vielleicht eine depressive Neigung hat oder wenn man vielleicht auch sehr viel Negatives erfährt, sei es, was es ist. Sich mit positiven Menschen zu umgeben und Menschen, die Lebendigkeit mögen oder generell zu dem Leben Ja sagen, egal was sie auch vielleicht hindert, was sie blockiert. Ja. Viele haben ja auch eine Behinderung oder haben vielleicht eine schwere Krebserkrankung, wo sie wissen, sie leben nicht mehr lange. Diese Menschen wollen auch oft Normalität und auch Positivität und deswegen unterstütze ich das sehr, dass das dass das auch weiter sichtbarer gemacht wird. Leider ist es immer noch so, dass die Klinik-Clowns kein fester Beruf an sich sind. Es gibt keine Kostenübernahme von den Kliniken bzw. von den Krankenkassen in den Kliniken. Die Klinik-Clowns sind Künstler, die natürlich auch eine Gage bekommen, aber diese Gage wird durch Spenden sozusagen bezahlt und dadurch ist der Verein auf Spenden angewiesen. Und gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, wir kennen alle die Angst vor den Gaspreisen, wir wissen um die Inflation, dass alles viel teurer geworden ist. Wenn wir uns jetzt mal hier einen Kaffee holen oder Urlaub buchen. Es ist ja alles deutlich teurer geworden und dann noch zu spenden für wohltätige Zwecke, das wird immer seltener. Aber ich unterstütze das wirklich sehr und für mich ist es auch einfach wichtig, das sichtbarer zu machen. Diese wertvolle Arbeit, die Kinder auch immer wieder sehr gut annehmen. Und es sind ja, wie gesagt, nicht nur Kinder, es sind auch ältere Menschen im Seniorenheim, die teilweise auch keine Angehörigen mehr haben, wo die Angehörigen auch, die sind einfach auch mit ihrem Beruf beschäftigt, die haben ihre Familie zu Hause, die schaffen das auch oft nicht, ins Seniorenheim mal zu Besuch zu kommen. Und die haben natürlich dort auch ihre Pflegekräfte und einen Arzt, eine Ärztin, die sie betreut. Aber Senioren generell, die ältere Gesellschaft, die gerät oft in Vergessenheit. Und gerade auch was Nähe und Berührung betrifft, Aufmerksamkeit. Und das ist Lebendigkeit auch durch gemeinsames Singen, das machen die Clowns ja auch. Das ist für mich was ganz Wichtiges und das sollte noch viel mehr gefördert werden. Das ist irgendwie echt ganz cool. Und ja, du hast gerade schon gesagt, wie intensiv auch der Kontakt mit Patienten und mit Patientinnen ist. Meine zweite Frage geht dahin, wann und worüber hat dich ein Patient denn das letzte Mal aufgeklärt? Other way around. Ja, richtig gute Frage. Also natürlich bin ich das meistens, der die Patienten aufklärt, gerade wenn es um Narkose geht oder auch um den Verlauf der Erkrankung auf der Intensivstation, wie die Operation verlaufen ist oder prognostisch gesehen. Aber ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Narkosesprechstunde mache, klären mich Patienten immer wieder auf, wie es auch bei den Hausärzten so läuft, dass man teilweise sehr, sehr lange Wartezeiten hat. Teilweise werden die Patienten gar nicht mehr aufgenommen in Praxen, weil sie so eine lange Liste an Diagnosen haben, so eine lange Liste an Medikamenten, dass die Hausärzte das teilweise gar nicht schaffen und teilweise auch nicht das Budget haben, sich um die Patienten auch finanziell zu kümmern. Wir haben ja leider immer noch dieses Budgetsystem im ambulanten Bereich. Ich habe irgendwann als Arzt, als Ärztin mein Budget ausgeschöpft und dann arbeite ich quasi umsonst. Also ich meine, was ist das denn? Das kann doch nicht Realität sein, dass man vielleicht 3 Wochen ein Budget hatte und dann eine Woche hat man kein Budget mehr. Und das kriege ich leider immer wieder mit, dass Patienten auch gar nicht mehr richtig zum Arzt gehen, weil sie keinen Termin bekommen. Das ist ganz schwierig. Ich war selber schon mal hier beim Orthopäden ambulant. Da habe ich bis zur nächsten Straßenecke morgens gestanden. Ja, bestimmt 100 Meter war da lange Schlange, weil so viele Leute keinen Termin bekommen haben und zur Akutsprechstunde gekommen sind.
Also es gibt nicht nur stationär Ärzte, Fachärztemangel, sondern auch im ambulanten Bereich. Und ich kann das auch verstehen. Das wird auch nicht mehr attraktiv. Das ist auch nicht mehr attraktiv. Du musst dich ja nicht nur um deine Patienten kümmern, sondern du hast noch ganz viele andere Rollen. Du musst Management machen. Ja. Du musst Personaler sein. Du musst Qualitätssicherung machen. Das sind alles Sachen, die sind sehr belastend, die man natürlich, Abrechnung ist ja noch ein ganz anderes großes Thema, die man natürlich in der Klinik nicht hat, aber gerade die ambulanten Bereiche, das sind ja die ersten Anlaufstellen für die Patienten. Und dann gibt es eben auch Fälle, wo die Patienten, wenn sie vielleicht eine Krebserkrankung haben, nicht zum Arzt gegangen sind, weil sie keinen Termin bekommen haben. Mir hat letztens erst wieder ein Patient erzählt, er ist nicht durchgekommen telefonisch. Der hat auch keine E-Mail und der hat dann irgendwann einen Brief geschrieben. Ja? Und ehe der Brief mal ankam und ehe dann eine Antwort kam, das ist vor allen Dingen diese Digitalisierung, das ist natürlich alles schön und gut, aber für die älteren Patienten ist es immer noch sehr, sehr schwierig. Und ich merke auch, dass Patienten versuchen, sich selbst zu therapieren, dann gar nicht mehr zum Arzt gehen oder gerade auch ärztliche Kollegen sich oft auch selbst therapieren, was auch nicht immer hilfreich ist. Wir haben auch wieder sehr, sehr viele Fälle momentan von Endokarditis auf der Station, wo einfach auch Infekte verschleppt worden sind und wo man sich vielleicht erstmal selbst therapiert hat. Und das ist natürlich fatal. Also mich klären immer wieder Patienten auf, wie es außerhalb der Klinik läuft und im medizinischen Sektor. Ja, krass. Das ist schon bekannt und das hat sich leider noch nicht weiter verändert. Es gibt natürlich diese MVZs, wo sich mittlerweile mehrere Ärzte zusammengesellen, sage ich mal, aber das ist immer noch eine Ausnahme. Also diese Attraktivität, ich gehe in der Praxis, das ist auch nicht mehr so gegeben und das ist eigentlich schade. Also ich habe ja letztens auch bei der Landärztekampagne mitgemacht, habe da versucht, das sichtbarer zu machen und natürlich fehlen auch die Ärzte im ländlichen Bereich, ne? Da gibt es ja sehr, sehr viele Patienten auch und es dauert sehr lange, bis man mal einen Arzt erreicht, ja, auch vom Weg her. Und das ist aber eben auch für viele unattraktiv, aus der großen Stadt zu gehen und dann in eine Ortschaft. Das ist auch sehr, sehr schade, aber das liegt einfach auch an der Gesundheitspolitik und ich hoffe, dass auch da in diesem Bereich Weichen gestellt werden, damit es dort auch mehr Ärzte geben kann und auch eine bessere Versorgung der ambulanten Patienten. Ja, vielleicht sollte man die Patienten auch erstmal fragen, ne? Was wünscht ihr euch und wie sollte das dann auch aussehen? Und ich meine, das sieht ja in einer Großstadt in Berlin ja auch ganz anders aus als vielleicht ja auf dem Land oder in Leipzig oder in Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ne? Und du hast gerade schon gesagt, so die Ärzte oder die Therapeuten haben ja dann noch unterschiedliche Rollen, um jetzt mal den Bogen zu spannen. Du hast ja auch unterschiedliche Rollen und besonders in Deutschland gibt es ja dann auch oft dieses Schubladendenken und wenn ich mir so deine Rollen anschaue, ich habe ein paar ja auch schon genannt in dem Intro, du bist Ärztin, Bloggerin und so weiter. Welchen nachhaltigen Eindruck möchtest du eigentlich durch deine Teilnahme bei Miss Germany bei anderen hinterlassen? Was ist dein Wunschgedanke? Guter Übergang, oder? Ist das nicht ein perfekter Übergang? Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass du das ansprichst, weil Miss Germany kennen viele ja nur unter einem Schönheitswettbewerb. Gerade das Wort Miss sagt ja schon, eine Frau wird sozusagen gekürt. Mittlerweile hat sich aber seit 3 Jahren die Message verändert. Es geht nicht nur um Schönheit und um Laufen auf dem Laufsteg, um Bikini-Bilder und wir vergleichen uns, wer ist die Schönste, sondern es geht um Persönlichkeit und um das, was man vielleicht als Geschichte zu erzählen hat, womit man vielleicht andere junge Frauen oder andere junge Menschen, das müssen ja nicht immer nur Frauen sein, beziehungsweise auch Menschen, die sich, wir sind ja gerade im großen Thema Gender und Neutralität, es gibt ja ganz verschiedene Messages und wir haben bei uns bei der Miss Germany Bewegung, so nennt man das jetzt auch, Be Part of the Movement, okay. Gibt es ganz unterschiedliche Frauen, die mit dabei sind. Also eine Frau hat ein Kind mit Down-Syndrom, eine Frau hat einen Arm verloren,
Eine Frau macht genderfreien Schmuck oder es gibt eine Frau, die hat sich als Alleinerziehende selbstständig gemacht. Das sind einfach Dinge, womit man Botschaften mitteilen möchte und eine wichtige Mission einfach ausstrahlen möchte, andere motivieren möchte und zeigen möchte. Zum Beispiel ist auch eine mit dabei, die Transgender sozusagen ist, die zeigen möchten, hier, ich bin Botschafterin für diesen Teil der Bevölkerung, ich möchte andere motivieren, ihren Weg zu gehen. Mhm. Und meine Botschaft ist in dem Sinne, ich bin ja Ärztin auf einer Intensivstation. Ich weiß, wie begrenzt das Leben ist und wie dankbar man sein sollte, wenn man sein Leben aktiv gestalten kann, dass das alles begrenzt hier ist und dass sich das auch sehr schnell ändern kann. Und für mich ist es wichtig, zu zeigen, dass man sein Leben einfach auch aktiv gestalten sollte mit positiven Dingen. Und ich habe natürlich durch End-of-Life-Gespräche, durch Menschen, Patienten, die verstorben sind und sehr extreme Situationen, habe ich natürlich auch eine gewisse Einsicht in das Leben und dadurch eine gewisse Wertschätzung, gerade auch wenn man Kinder hat, die vielleicht einen schweren Herzfehler haben und wo man weiß, das Kind lebt nicht mehr lange, dann sieht man das Leben nochmal mit anderen Augen. Mhm. Und ja. Ich bin da einfach zutiefst dankbar, auch wenn ich oft aus der Klinik gehe und ich kann aber auch sehr viel Leid verstehen. Ich kann auch psychisch in Menschen hineingucken und ich glaube, ich bin da auch recht empathisch und fühle da auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel mit. Für mich ist Äußerlichkeit nicht alles. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen konträr, dass ich da bei Miss Germany mitmache. Aber meine Botschaft ist, dass wir unser Leben aktiv gestalten sollten, egal welche Behinderung, sei es körperlich, psychisch, als auch durch Umstände, wir als Last mittragen, dass wir dankbar sein sollten für das, was wir haben. Und ich versuche das zu leben und ich versuche auf Projekte sozialer, medizinischer Richtung oder auch was Klimawandel betrifft, einfach positive Projekte versuche ich darauf aufmerksam zu machen. Ich versuche auch politische Dinge anzusprechen, weil ich weiß, Dinge ändern sich erst, wenn man sie anspricht. Man kann nicht darauf warten. Man muss das forcieren. Und das sind einfach für mich Dinge, die ich gelernt habe in dieser Zeit. Und das möchte ich auch nach außen hin ausstrahlen. Hm. Und ich hoffe, es kommt ein bisschen an. auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Reise, die man da mitmacht, ja, auch. Ne? Man lernt ja ganz viele andere interessante, starke Frauen, ja, kennen. Ja, ja. Und die auch schon viel erlebt haben, die auch tolle Botschaften haben und da ganz andere Bereiche der Bevölkerung ansprechen. Und das ist unheimlich bereichernd einfach. Und das kann ich jedem nur empfehlen, auch mal aus seiner Komfortzone rauszukommen, bei sowas mitzumachen, neue Leute kennenzulernen. Und ich bin da sehr dankbar und ich bin da auch sehr stolz, dass ich da ein Teil bin. Egal wie weit ich komme, das war auf jeden Fall schon bereichernd genug für diese Zeit und ich bin da auch sehr, sehr dankbar. Und natürlich gibt es immer noch Stimmen und wie, du machst bei Miss Germany mit und oh, sie will Miss Germany werden, die Schönste. Und es ist, natürlich ist die Message noch nicht angekommen, ne? Viele checken es noch nicht, aber wir sind ja auch dafür da, um das ein bisschen mit umzusetzen und ich versuche das immer wieder zu erklären. Und ich glaube, irgendwann hat es dann auch der Letzte verstanden. Und wer entscheidet das eigentlich? Also wie präsentiert ihr euch und wie geht man dann auch mit dieser Diversität um? Weil eigentlich kommt es ja daher, wenn man jemanden vergleicht, es können ja nur Gleiche verglichen werden. Ne? Ihr seid ja so unterschiedlich. Wie wird das quasi ausgehen, in Anführungsstrichen? Es gibt natürlich eine Jury, ne? Also diese Miss Germany Cooperation sozusagen, da gibt es Mitarbeiter, die dann untereinander sprechen,
für wen, von wem ist die Botschaft besonders gut? Was ist ein besonders, wer ist ein besonders gutes Vorbild? Wer übernimmt Verantwortung in seinem Leben? Wer hat vielleicht auch eine gewisse Wandelbarkeit? Und wer ist auch offen und zeigt sich so ein bisschen auch in den sozialen Medien? Wer ist auch tolerant? Wer probiert vielleicht auch mal was Neues aus? Und dann gibt es auch noch Juroren, wie zum Beispiel Bruce Darnell, der ja auch bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat, der sich auch so ein bisschen auskennt mit Persönlichkeiten und wo man einfach auch, also es gibt auch einfach auch Frauen mit dabei, die auch ein kleines Unternehmen gegründet haben, auch Kreativität und die damit auch ganz andere Bereiche einfach ansprechen. Natürlich ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da die eine herauszupicken, weil das sind ja irgendwo alles Miss Germanys und jede steht so für ihren Bereich. Natürlich kann es am Ende nur eine werden und wie genau die das entscheiden, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht so genau. Wenn ich es vielleicht wüsste, dann würde ich mich vielleicht anders verhalten. Andererseits möchte ich auch authentisch bleiben und meinen Weg gehen und mich einfach so zeigen, wie ich bin. Und dann bin ich auch mit mir im Einklang und auch mit meiner Community und ich lasse mich einfach mal überraschen und ich freue mich auf jeden Fall, je länger ich mit dabei bin, desto schöner. Schön. Wie lange geht das noch? Also wann kann man quasi mit einem Ergebnis rechnen? Das geht bis Mitte 2023, also wow. Es ist schon noch ein bisschen länger. Das geht länger. Richtig lang, ne? Ich glaube März 2023, ja, ist dann der Entscheid. Also jetzt kommt erstmal im Europapark in Rust, kommt erstmal die Network Experience. Da treffen wir jetzt die Top 40 sozusagen. Es waren ja 15.000 Bewerberinnen, dann war die Top 160, Top 80, jetzt kommt die Top 40. Aus der Top 40 wird dann die Top 20 gewählt. Und dann kommt das Miss Germany Camp, das ist dann eine Auslandsreise, wo es dann nochmal so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung geht. Wir haben auch sehr viele Masterclasses zum Thema Finanzen mit Unit Plus zum Beispiel oder mit Fanblast. Das ist nochmal so ein bisschen Social Media, Networking. Es gibt noch ganz viele andere Bereiche, wo auch die Frauen, die da sind, einfach auch nochmal unterstützt werden in ihrer Entwicklung. Es geht gar nicht so darum, zeig mal, was du kannst und was du zu sagen hast, sondern es geht auch um Entwicklung und um Networking eben, dass man sich untereinander vernetzt und sich kennenlernt. Und wie gesagt, das ist kein Wettbewerb, das ist eine Bewegung. Und das muss man erstmal verinnerlichen. Man macht sich natürlich am Anfang auch so ein bisschen Druck, ne? Und so äußerlich und jetzt muss ich das und das sagen oder ich muss einen guten Text schreiben. Aber im Endeffekt geht es darum, du musst zeigen, wer du bist und was dich ausmacht und authentisch bleiben. Und da kommt auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend jetzt am 11. und 12. November in Rust, wenn man dann auch die anderen, die man noch nicht kennengelernt hat. Wir hatten ja immer nur Treffen, wo wir so eine kleine Gruppe hatten und jetzt kommen alle noch aus den Top 40 zusammen. Mhm. Jetzt lernt man wirklich alle kennen und ich freue mich da auch total, ne, dass ich da die ganzen Mädels treffe und wir sind natürlich auch im Freizeitpark. Ich liebe ja Freizeitparks ohne Ende. Ja, wenn ich da mal Achterbahn fahren kann auf dem Rummel. Und ich weiß noch, als Kind habe ich das total geliebt und war ich schon ewig nicht mehr. Das kommt auch so ein bisschen in die Vergessenheit, dass man mal auf den Rummel geht. Ich meine, es gibt auch Oktoberfest oder so Kleinmesse hier bei uns, Herbstrummel. Aber eigentlich, ja, ist das auf jeden Fall was sehr Lebendiges, wo wir wieder beim Thema sind, was mir auch privat sehr, sehr wichtig ist. Positivität ist mit dabei und Lebensgestaltung. Ja, das sind ja meine Themen. Und ich bin schon richtig positiv aufgeregt, nicht nur was den Ort betrifft, sondern auch was die tollen Frauen betrifft, die auch ihr Leben aktiv gestalten, die auch mutig sind, ja, so einen Schritt zu gehen und da mitzumachen, das öffentlich zu machen. Ich mache mich sichtbar, ich mache dabei Miss Germany mit, ne, mit allen vielleicht Bedenken, die andere haben, wo es auch viele Vorurteile gibt, aber dass man so mutig ist und diesen Schritt wagt, das finde ich schon ganz toll und das verbindet uns auch in irgendeiner Weise, dass wir das alles zusammen erleben dürfen. Ne? Das werden wir auf jeden Fall nie vergessen. Das ist
ist eine tolle Reise einfach. Aber apropos Gegenwind, oder stimmen die das vielleicht ein bisschen Frage stellen oder bewerten? Also bist du denen täglich ausgesetzt? Also gibt es Stimmen, die dich direkt darauf ansprechen? Oder musst du dich immer rechtfertigen? Also gibt es diese Situationen? Mhm. Ja, also das gibt es nur von 1 bis 2 Personen öffentlich. Also ich glaube sogar nur von einer Person habe ich das mal so richtig negativ erfahren. Die kannte ich auch persönlich, aber ich glaube, viele denken sich vielleicht auch was, äußern das nicht so, weil man natürlich sich auch zeigt im Internet. Das wirkt vielleicht für viele befremdlich, die sich nicht so sichtbar machen. Mhm. Auch wenn ich mein Privatleben zeige, für viele ist das zu intim. Wenn ich da auch in die Kamera spreche, was ich so den Tag über mache und wo ich gerade bin, viele sehen das vielleicht auch kritisch, wenn ich zum Beispiel tanzen gehe oder ich bin im Urlaub und dann zeige ich wieder, dass ich in der Klinik bin. Viele finden das vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn ich Umstände in der Klinik anspreche, beziehungsweise gesundheitspolitische Defizite. Das ist natürlich, man macht sich natürlich damit auch verletzbar, verwundbar, wenn man Dinge öffentlich macht, wenn man sich generell zeigt, ne? Ja. Gibt man sich immer so zum wie sagt man, Freischuss frei, oder man steht einfach in der Öffentlichkeit. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die kriegen nicht nur Honig um den Mund geschmiert, sondern man merkt, dass manche auf Distanz gehen, die haben vielleicht irgendwie ein Problem, normal mit einem zu sprechen. Und ich wurde auch schon gefragt, warum machst du das? Warum stellst du dich da so dar? Hast du ein narzisstisches Problem? Das hatte mal eine Kollegin zu mir gesagt. Oder ob ich das so genieße, wenn Männer mir Likes geben, beziehungsweise ich hatte ja früher mal dunkle Haare, dann habe ich sie ein bisschen heller gemacht. Und ob jetzt die Männer anders auf mich reagieren. Und das sind so Sachen, mit denen beschäftige ich mich gar nicht, ja. Ich habe auch mittlerweile meine Likes ausgeschaltet und versuche das so neutral wie möglich zu halten, weil für mich ist einfach diese Sichtbarkeit wichtig und dass man sich zeigt, dass man transparent ist. Natürlich zeige ich auch nicht alles, aber wir sind gerade hier in Deutschland, sind wir da noch ein bisschen rückschrittlich und ich hoffe, dass sich das in Zukunft noch verändert. Ich glaube auch daran, aber da sind natürlich die Blogger in Amerika, die sind da schon ein bisschen weiter als wir. Für die ist das ganz normal, dass die sich als Ärzte privat zeigen und dann zeigen die sich in der Klinik. Die zeigen auch sehr viel in der Klinik, ne? Ich zeige da ja wirklich nur ganz wenig. Das ist zwar auch alles mit dem Chef und mit der Klinik abgesprochen, aber ich versuche das natürlich auch so neutral und so respektvoll wie möglich zu halten. Aber das ist schon immer ein sensibles Thema und das ist auch gar nicht so einfach, da so die richtige, wie sagt man, das richtige Maß zu finden. Und natürlich gibt es da Gegenwind. Am Anfang gab es auch Privatgegenwind von meiner Familie, von der engsten Familie, die dann auch gesagt haben, du sprichst da auch Sachen an aus deiner Vergangenheit, auch gesundheitlich und vom Studium. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man sich da so öffnet im Internet. Ja, das kann man immer alles mit Vor- und Nachteilen betrachten. Natürlich öffnet man, wenn man sich generell öffnet, macht man sich auch angreifbar. Oder andere denken, oh, hat die irgendwie ein Problem mit ihrer Psyche. Andererseits sind andere, die das aber lesen, auch dankbar, dass das mal jemand anspricht und merken dann, okay, ich bin hier nicht die Einzige oder der Einzige, dem es auch so geht. Richtig. Und ja. Das ist für mich einfach auch das Wichtige, dass man ins Gespräch kommt und dass man transparent, offen und tolerant auch miteinander umgeht und auch offen ist für die Probleme. Wenn ich auch zeige, guck mal hier, ich bin die Ärztin, die hier immer auf Intensivstation ist und dann gehe ich nach Hause und habe ein geiles Leben. Nee, ich bin eben auch manchmal echt erschöpft und ich habe auch Schlafstörungen durch die Schichtarbeit. Und ich bin auch echt manchmal geschafft und bin auch oft traurig, wenn ich schwierige Fälle habe in der Klinik. Und ich muss was dafür tun, dass mein Leben aktiv gestalte und dass ich immer wieder auch glückliche Momente habe. Und das möchte ich eben auch zeigen. Und es bringt nichts, wenn man immer nur zeigt, man ist im Urlaub oder immer nur positive Momente. Ich kann das natürlich auch verstehen, ist auch schön, das anzusehen.
aber ich möchte dann einfach ganz echt das auch mitteilen. Und das ist vielleicht für viele befremdlich, aber das ist einfach mein Weg, den ich gefunden habe, und so soll es auch weitergehen. Und du sprichst ja auch, wie schon eingangs erwähnt, ja auch so wichtige Themen an, ne? So auf Social Media, wie, wenn es darum geht, wie sind gerade die Zustände in der Gesundheitspolitik oder auch in den Krankenhäusern selbst, und du unterstützt ja auch durch deine Präsenz ja auch viele andere Projekte. Das führt mich aber tatsächlich wirklich zur vierten Frage. Was möchtest du denn gerne durch dein Wirken verändern, woran man sich eventuell in 25 Jahren erinnern wird? 5 waren mir zu wenig. In 25 Jahren, also da muss ich erst mal rechnen. Ich bin jetzt 36, in 25 Jahren bin ich 61. Da stehe ich kurz vor der Rente. Ich möchte, dass man sich daran erinnert, dass ich eine transparente Ärztin bin, die sowohl versucht, Positivität auszustrahlen, als auch versucht, Dinge anzusprechen und versucht, etwas zu bewegen. Nicht nur in der Klinik, nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern auch etwas in der Gesellschaft. Und ich möchte das nicht nur in Deutschland, sondern ich möchte das auch weltweit. Es gibt jetzt auch demnächst englische Podcasts, die ich besuche. Cool, okay. Ich versuche das einfach auch als Ärztin und auch als Mensch, als Frau, die vielleicht einen akademischen Weg eingeschlagen hat, möchte ich das alles entzerren. Wir sind alle Menschen und wir wollen unser Privatleben so angenehm wie möglich gestalten. Aber wir möchten auch Dinge ansprechen und wir möchten auch das Miteinander, auch den beruflichen Alltag besser zusammen erleben. Und das würde ich mir wünschen, dass man mich erstmal vielleicht in guter Erinnerung behält bis dahin. Ja. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Miss Germany werde, ja, und wenn ich damit auch viele andere wichtige Projekte sichtbarer machen kann, wenn man noch ein bisschen mehr mediale Unterstützung hat und eine breitere Masse auch weltweit ansprechen kann. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten geht es auch auf meinem Instagram-Blog weiter. Mhm. Und ich versuche, immer mehr Projekte mit einzubringen, immer mehr auch Fernsehprojekte, Podcasts, Englisch, Französisch habe ich jetzt auch eine Anfrage. Mein Französisch ist jetzt auch nicht mehr so gut, aber man kann es ja trotzdem probieren. Und dass man auch zeigt, dass man versucht, neue Wege zu gehen, ne? Dass man sich was traut. Und das möchte ich auch, dass sich andere Menschen, auch junge Menschen, immer wieder neu trauen, neue Wege zu gehen. Mhm. Ich werde ja auch oft gefragt, ich habe jetzt meine Ausbildung gemacht oder ich habe jetzt lange Zeit auf Intensivstation gearbeitet, ich will jetzt einfach mal was ganz anderes machen und ich weiß nicht, soll ich noch studieren, und wenn ich dann studiere, bin ich 40 oder bin ich Mitte 30 und ich weiß nicht. Da sage ich, wenn du das Gefühl hast, du willst das machen, dann mach's einfach. Also einfach mal machen. Natürlich, wenn man niemanden schwer verletzt oder wenn es respektlos anderen gegenüber ist. Aber einfach mal machen ist, finde ich, der beste Tipp überhaupt. Viele Praktika machen und in viele Dinge hineinschnuppern, viele Orte kennenlernen, immer wieder neu auf Menschen zuzugehen und tolerant zu bleiben, offen zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, im Dialog. Erst so kann man auch was verändern. Und ich denke, da wird noch sehr viel kommen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie ich mich so persönlich entwickle und was da auch sich privat noch so entwickelt. Also ich finde das ganz toll, da so darüber zu philosophieren. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch privat. Wie ist das denn bei dir? Was ist denn bei dir in 25 Jahren? Was ist denn dann? Wie sollen denn die Leute dann von dir denken? Ja, ob ich denn noch Mats abmache? Also ich weiß gar nicht, Gott, wie viele Folgen wären das denn? Ja, so in 25 Jahren jede Woche was rauszubringen. Also, da hast du vielleicht deine eigene Fernsehsendung. Na gut, ja. Aber nur, wenn du dann auch zu Gast bist und wir uns noch mal auf diese Frage konzentrieren. Das wäre es doch mal. Na, auf jeden oder? Fall, auf jeden ja. Fall. Wir verabreden uns schon mal in 25 okay, Jahren. Okay, genau. Regie, könnt ihr das bitte in meinen Kalender mit eintragen? Ja, das machen sie. Ja, das ist natürlich auch so ganz spannend. Ne? Und immer, wenn ich auch Fragen für andere kreiere, dann denke ich ja auch immer so ein bisschen auch über meine Antworten nach. Also ja, die eigene Fernsehsendung hätte ich nichts dagegen oder auch einfach. Ich würde aber tatsächlich eine Bühnenshow Fernsehen vorziehen, also wenn man so richtig mit Publikum interagieren kann. Also es kann auch ohne Kamera stattfinden, ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen lebendiger, auch ist, und dass man ein bisschen mehr Feedback bekommt. Genau, genau. Ne? Also ich kann immer gut mit Menschen arbeiten. Ich glaube, mir geht es nicht nur
also um eine Kamera, weil ich werde, glaube ich, nie dieses Interesse an den Menschengeschichten so verlieren. Ich glaube, daher auch vielleicht so die Idee meines, kann ich total vielleicht verstehen. Auch die Idee meines Konzeptes, ne, wirklich so mit einzigartigen Fragen irgendetwas Neues herauszukitzeln und jetzt nicht nur zu fragen. Ja. Ich meine, ich hätte es ja auch gestalten können, liebe Susanne, worum geht es in deinem Blog? Du hättest gesagt, okay. Man hättest du beantwortet, klar, aber ob das jetzt so richtig geil gewesen wäre, das weiß ich jetzt auch nicht. Ohne jetzt zu sagen, meine Fragen sind so total toll. Man möchte ja auch einfach den Menschen dahinter, kennenlernen. Genau. Und das geht mir auch sehr oft so mit meinen Patientinnen und Patienten, klar, dass ich natürlich, gerade wenn ich mal bei denen Blut abnehme oder einen Zugang lege, dann versuche ich auch herauszufinden, was ist das für ein Mensch, wo kommt der her, was hat der erlebt, richtig, oder richtig, was macht der beruflich, gerade der berufliche Bereich, der prägt einen ja auch sehr. Aber vielleicht hört es ja jetzt auch jemand, der sagt, Mensch, ich habe hier eine Bühne, ich habe auch immer mal Publikum und da könnte er dich doch oder sie könnten dich doch auch mal einladen. Ja, also, na klar, die könnten uns ja auch beide einladen, also seien wir mal nicht so bescheiden. Also ich sage erstmal, es ist ja wirklich auch ein Verlust für die Menschheit, dass wir beide gerade nicht zu sehen sind. Ja, das muss man ja auch mal so sagen. Ich glaube, da kann man auch nochmal ganz viel rausholen, wenn wir, ich meine, die können uns auch synchronisieren, aber man muss uns ja auch mal sehen. Nein, genau. Und das Englische finde ich auch noch so raus. So mit kleinen Minions, so kleine Bilder mit dazu. Vielleicht, ja. Also irgendetwas, wo man einfach vielleicht, es soll gar nicht so pathetisch klingen, aber dass man vielleicht so eine Nuance mehr an Perspektive den anderen mitgebracht hat. So kann das auch sein. Und so sind vielleicht auch unterschiedliche Wege, denn es ist ja auch schon total, total spannend, ja. Ja. Weil ich bin eigentlich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich bin eigentlich immer so gegen diese Frage, auch in Vorstellungsgesprächen, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Weil da lernt man irgendeine Antwort auswendig. Ne? Da hat man ja nichts, wo man sagt, irgendwie, oh, dafür brenne ich gerade. Und mir, weil du halt auch so viel machst und so viel umsetzen willst, kam mir halt diese Frage in den Sinn, so nach 25 Jahren. Aber ich glaube, wir alle denken uns, ich wäre gern dort und dort und ich würde gern das und das machen. Aber wenn der Chef einen dann direkt fragt, dann hat man ja auch Angst, was Falsches eben, zu sagen. Eben, genau, deswegen meinte ich. Womit man vielleicht den Chef auch irgendwie, was man ja auch gar nicht böse meint. Ne? Aber ich meine, was ist in 5 Jahren? Es kann doch auch sein, dass man vielleicht gar nicht mehr in Deutschland ist, weil irgendwas passiert ist oder dass man vielleicht irgendwie sich um einen Angehörigen kümmern möchte oder man möchte vielleicht selber mal Chef sein, ja. Also ich finde das immer eine ganz schwierige Frage. Keiner weil man mag ist ja total glücklich gerade, dass man da arbeiten darf und dass man sozusagen da bei dem Chef ist. Man ist ja nicht umsonst dort. Man hat sich ja aktiv dafür entschieden und vielleicht ist man auch in 5 Jahren einfach immer noch in dieser Position und ist total happy damit. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, diese Frage adäquat zu beantworten. Weil wir alle vielleicht so ein Wunschdenken haben, aber wir wollen auch niemanden auf den Schlips treten und es falsch rüberbringen. Ich glaube, das haben ganz viele und die sagen dann, ich möchte mich natürlich hier weiterentwickeln in dem Betrieb und ich möchte auch, dass die Klinik auch von mir lernt oder dass vielleicht deine Firma, dein Unternehmen von dir lernt, aber das ist halt so eine Frage, aber eigentlich ist die auch ganz interessant. Letztens habe ich auch gehört, so eine Frage von einem Personaler, wenn sie auf dem Schiff arbeiten würden, welche Position hätten sie auf dem Schiff? Auf dem Liegestuhl. Was würdest du da sagen? Dem Liegestuhl am Pool. Was für eine schwere Frage. Aber daran kann man halt auch manchmal so ein bisschen die Persönlichkeit erkennen. Ja, das stimmt. Ne? Wenn jemand sagt, ich stehe gern am Steuer oder ich bin gern oben auf dem Mast und halte Ausschau. Okay. Also, ich glaube, da... Ich würde das Abendprogramm übernehmen. Ich würde das Abendprogramm übernehmen und würde die Leute belustigen. Na klar, ich würde allen auf den Keks geben. Aber nochmal, die viel spannendere Frage ist tatsächlich meine Lieblingsfrage und meine letzte Frage. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Und ich glaube, jetzt kommt eine ganze Menge. Ja, also ich lerne natürlich dadurch, dass ich mich so ein bisschen sichtbarer mache, auch in den Medien sehr viele Menschen kennen und ich mache das aber auch proaktiv. Ich schreibe auch Menschen an oder ich versuche zu Events zu gehen und versuche da mich auch immer wieder neu zu öffnen und da bin ich auch, muss ich auch sagen, für mich bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das über die langen Jahre jetzt so entfaltet habe. Ich war früher ja sehr, sehr schüchtern und habe gestottert und bin sehr schnell rot geworden und
In der Klasse war ich auch nicht unbedingt die lauteste, sondern ich war immer sehr, sehr still, auch privat. Ich war sehr viel alleine, sehr viel Einzelgänger. Ich bin also von Grund auf sehr introvertiert und ich genieße das auch sehr, wenn ich alleine bin. Ne? Ich fahre auch manchmal alleine in den Urlaub, aber so diese Möglichkeit auch gerade in einer Großstadt, dass ich auf sehr viele Veranstaltungen gehen kann, dass ich sehr viele Menschen kennenlerne, dass ich auch, ich bin sehr begeisterungsfähig, habe ich gemerkt. Ich nehme Positivität und nehme ich sehr auf in mich. Wenn andere Menschen sich freuen, dann kann ich mich sehr schnell mitfreuen. Oder wenn ich merke, andere Menschen haben eine Leidenschaft für etwas, dann kann ich das total gut nachempfinden. Das ist also, Empathie, ne? Auch ein Stück weit. Das ist einfach was, wo, oder ja, natürlich auch im negativen Bereich, aber dieses Mitfühlen, das hat für mich im positiven Sinne was ganz Wichtiges. Und ich habe natürlich auch dadurch, dass ich mein Leben frei gestalten kann und wie gesagt auch gerne kulturell unterwegs bin, mich gerne auch als richtige Frau fühle, habe ich so eine gewisse Freiheit in mir und ich habe auch so ein gewisses so eine gewisse Abenteuerlust immer noch in mir. Cool. Ich probiere gerne ganz neue, verrückte Sachen aus. Da habe ich zum Beispiel letztens bei so einem Schlammwettlauf mitgemacht, ne? Xletics hieß das. Also, dass man einfach auch mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und Dinge ausprobiert. Also ich hätte früher auch nie gedacht, dass ich so locker in Podcasts spreche. Ne? Mein erster Podcast, da war ich total aufgeregt. Da habe ich mir fast eingemacht vor Aufregung und dachte, oh Gott, jetzt muss ich hier gleich sprechen und wie lange soll das gehen? Oder wenn man auch mal im Fernsehen war oder wenn man mal gezeigt wurde, dann war man schon sehr kritisch. Also diese Medienkompetenz, die man dann auch mit der Zeit entwickelt, davon hätte ich gerne einfach noch viel, viel mehr und dass ich auch offen über Dinge sprechen kann und offen Projekte sichtbarer machen kann und nicht so aufgeregt bin, oh Gott, jetzt kann ich was dazu sagen, aber ich habe jetzt ein Brett vorm Kopf oder ich bin jetzt so aufgeregt und weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Also diese Gelegenheiten, die kommen immer wieder und immer mehr und ich finde es ganz toll, dass ich mich da auch immer mehr traue. Und ich hoffe, dass sich das noch weiter so positiv entwickelt. Von was ich natürlich auch sehr viel habe, ist meine Familie. Ne? Also ich habe immer noch meine Eltern. Man weiß ja auch nicht, wie lange meine Eltern leben, von meiner Familie generell. Ich versuche da auch viel Zeit mit denen zu verbringen, die Zeit mit denen zu genießen. Ich habe auch meine engsten Freunde. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich bei all dem Stress immer noch versuche, Freundschaften zu pflegen und dass ich aber einfach auch mein Leben versuche, aktiv, positiv zu gestalten und mich auch mal rausnehme. Ich gehe ja sehr gerne spazieren, ich gehe gerne schaukeln, ich gehe gerne auf Flohmärkte. Ich bin einfach gerne draußen in der Natur und fotografiere einfach. Und das ist für mich eine gewisse Freiheit und auch eine gewisse Dankbarkeit, die ich innehabe. Und diese Dankbarkeit, das muss man erstmal erkennen. Und aus Dankbarkeit heraus können wieder ganz viele neue Sachen entstehen. Und ich hoffe, dass ich da noch sehr, sehr viel mehr Zeit habe, um noch ganz viele neue Dinge zu erleben und ganz viele Dinge auch anzusprechen. Und ich würde mich auch freuen, wenn immer wieder auch Menschen auf mich zukommen und sagen, Mensch, du, das wäre uns wichtig, du hast da eine gewisse Reichweite, kannst du nicht nochmal was dazu posten oder was dazu sagen und hast du nicht mal Lust, zu uns in den Podcast oder zu uns ins TV-Format zu kommen oder hast du Lust, dafür Botschafter zu sein? Ich bin ja nun auch schon bei sehr vielen Sachen Botschafter, bei Health for Future, wo es um Long-Covid geht, beim Green Tech Festival, wo es um Nachhaltigkeit geht, um Klimawandel, bei den Roten Nasen. Ich bin auch Mitglied der Freunde der Nationalgalerie, wo es auch um Kunst geht, um einfach so ein bisschen Zerstreuung. Zerstreuung ist für mich auch ganz wichtig. Also einfach Dinge, wo man merkt, wie vielfältig auch das Leben ist. Und ich hoffe, dass sich das alles weiterhin noch so positiv entwickelt und freue mich, wie gesagt, immer, wenn Menschen auf mich zukommen. Das muss ich dazu echt nochmal am Ende sagen. Das klingt total spannend. Und das ist ja auch richtig, also
ganz weites Spektrum. Du hast es ja gerade schon erwähnt, ne? Also worauf du Lust hast und wofür du auch offen bist. Und das kam tatsächlich auch raus in diesem Gespräch. Und ich glaube, man kann jetzt einen so ansatzweise verstehen, was so bei dir im Kopf los ist. Ganz, 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 ganz viel. Und du machst ja auch alles. Und du bist Ärztin und du setzt dich auch für viele Sachen ein. Und da muss natürlich trotzdem immer Platz sein für das Private und für das Künstlerische und für die Hobbys und auch mal für die Ruhe und auch für die Entspannung und so. Und ich kann das übrigens jedem empfehlen, auch mal alleine in den Urlaub zu fahren, weil da lernt ihr euch am meisten kennen. Das ist total wichtig. Kurze Frage, hast du das Gefühl, dass du in meinem Podcast heute irgendetwas Neues erzählt hast? Glaubst du, das war ein einzigartiges Gespräch? Das war auf jeden Fall ein einzigartiges Gespräch. Ich habe natürlich erstmal was über Leipzig erzählt. Ja, also super. Mich hat noch nie jemand nach meinem Heimatort gefragt. Weil wenn man auch manchmal sagt, ich komme aus Leipzig. Ah, okay, Leipzig. Ah, das ist Ostdeutschland. Ne? Ach, Gott. Ja, okay. Also das finde ich ja schon mal sehr, sehr schön, dass das so positiv aufgenommen wurde. Und natürlich auch Miss Germany, dass das für mich jetzt auch gerade ein sehr großer Teil ist. Auch die Frage, worüber hat dich mal ein Patient aufgeklärt? Also da musste ich jetzt erstmal echt in mich gehen, weil man ist natürlich immer so ein bisschen in seinem Konstrukt und was muss ich dem Patienten alles mitteilen? Ne? Was ist wichtig für heute? Also das sind sehr, sehr spannende Fragen, auch wo ich mich in der Zukunft sehe. In 25 Jahren ist natürlich schon sehr, sehr weit, das so visionär das zu machen, aber Visionen sind ja immer super wichtig, auch visuell zu denken. Also vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viele neue, positive Denkanstöße sehr gegeben. Gut. Danke dafür. Sehr gut. Also alle, die ab heute die neuen Posts sind von Susanne Brecht, schuld bin ich, ja, weil ich so viel Wirken und so viele Gedanken und so viele, genau, Streichhölzer entzündet habe. Das ist doch perfekt. Mein Spaß beiseite. Ich fand es natürlich total spannend, total super und ich habe auch das Gefühl, auch wenn man ganz viel von dir schon lesen und sehen kann, dass man jetzt mal so hinter die Fassade zu schauen, das ist natürlich umso spannender und zeigt nochmal, wie so komplex Geschichten auch sein kann und woher so die Menschen kommen und was so die Intentionen sind und so, ne? Das ist natürlich total super spannend. Yeah. Und liebe ZuhörerInnen, sagt es uns doch mal, wie ihr diese Folge gefunden habt. Sagt es Susanne, sagt es auch mir, sagt es uns doch beiden tatsächlich. Und wenn ihr uns mal gemeinsam sehen wollt, das kriegen wir dann auch schon irgendwie hin. Und wir brauchen nur eine Bühne und ein paar Gäste. Ja, das muss noch organisiert werden. Naja, Moment. Und Licht, Catering, Windmaschine, also ich brauche schon ein bisschen mehr. Aber gut, da bin ich nicht so bescheiden wie du. Aber Pyrotechnik. Genau, weil bei genau, ja, weil ich brauche, also wenn schon ein dramatischer Auftritt, das würde sehr gut zu meiner Bescheidenheit passen. Spaß beiseite. Also, alles Wichtige findet ihr in den Shownotes und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, denn ich mache keine Pause. Nächsten Freitag, 13.10 Uhr, Mats ab Vollbart nachgefragt, überall, wo es Susannes Lieblingspodcast gibt. Und liebe Susanne, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute meine Gästin warst. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Klappe, Ecke, die erste. Hallim, hallim. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probenzeit.